Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen. Du stehst auf Natur pur. Das kannst du leichter haben. Hallo liebe SWN-Zuschauer, also heute sind wir beim Gasthaus Geisler in Hambach und mal gucken, was da zu essen gibt. Da waren wir ja schon lange nicht mehr, schon ewig nicht mehr. Ich habe mir mal eine vegetarische Schnitzel bestellt, eine Gemüseschnitzel, die Renate hat sich Cordon Bleu bestellt. Jetzt gucken wir, wie es aussieht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Jetzt sind wir also beim Geisler hier, beim Geisler. Das hier ist die Ente und der Schnitzel, der Champignon-Schnitzel vom Nachbarn. Das ist also jetzt das Gemüseschnitzel. Ja, das sieht aber schon sehr, sehr gut aus. Dankeschön. Und das ist jetzt der Renadier Cordon Bleu. Ah, das sieht aber gut aus, ne? Prima. So, und jetzt gehen wir mal zum Salatbuffet, Renate. Gehst du mit? Dadurch, dass man am Salatbuffet sich das selber aussuchen kann, den Salat, ist das natürlich schon bombig. Ne? Jetzt haben wir erst einen Salat geholt und jetzt geht es gleich noch. Die Renate kommt schon angelaufen. Hier ist das Foto. Aber das sieht ja echt gut aus. Ne? So, hallo liebe Leute, also wirklich, das Essen war also sehr, sehr gut. Dahinter geht der echte Post ab in dem Wirtshaus. Aber ist klar, bei dem Essen und bei den Preisen, also, da kann man nichts meckern. Also hier geht wirklich die Post ab. Also wenn ihr mal nicht wisst, woher, da rüber nach Hambach zum Geisler könnt ihr auch gehen. Also da ist wirklich gutes Essen. Wirklich fränkisch auch. Ne? Fränkisch gut, ne Renate? Fränkisch gut, oder? Kann man sagen. Ne? Ihr Cordon Bleu war wirklich super. Und mit den Bikeplätzen draußen gibt es ein wenig ein Problem. Muss man ein wenig laufen, gell? Aber das ist ja nicht so schlimm. Also, liebe Leute, also für euch Zugfahrer, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwo ein separater Eingang ist. Also hier vorne sind Stufen, da wird es schwierig mit reinfahren. Aber ansonsten hier alles, das Ambiente, alles neu, schön und wunderbar gemacht. Und es sind auch sehr viele Geburtstagsfeiern hier, ne? Jeder echte Post hat. Also Prost!